Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich gebe heute ein kleines Update hier von der Insel. Ich habe den Fluss hier ein bisschen erweitert. Upsala. Beziehungsweise, zumindest schon mal die Form von der anderen, von der nördlichen Seite. So sieht das jetzt das Ganze aus. Auf der Karte sieht es so aus. Und ja, das hier mache ich dann noch die Tage fertig. Den Fluss hier, damit ich mal wieder fischen kann. Das Museum ist jetzt da. Da ist das. Sieht schön aus, ne? Ich habe mir überlegt, vielleicht machen wir hier in den Dingern Löcher rein und dann pflanzen wir da Bäume hin. Damit das da oben nicht so leer wirkt. Aber jetzt müssen wir mal schauen, ob das überhaupt geht. Ja. Und sonst habe ich gerade gesehen, Rainer ist da, deswegen gehen wir mal zu Rainerchen. Nur ich weiß gerade gar nicht wo. Wo ich da nochmal hinkam. Ich glaube, ich muss hier irgendwo hoch. Ja. Genau. Kann ich auch hier? Ja, kann ich. Gut. Gut. Habe ich überhaupt eine Seite offen? Nee, ne? Kacke. Rainer Schatzkutter. Vergiss bitte nicht die goldene Regel, nur ein Kunstwerk. Okay, danke schön. Akzeptieren und schließen. Okay. Was haben wir hier? Ich glaube, dich haben wir doch schon, oder? Perlengemälde. Habe ich jetzt hier eine Seite erwischt, wo keine Bilder sind, oder was? Das ist ja hier Skandal, ey. Okay, dann du. Ah, nee. Du auch nicht. Dann du. Dann halt das Wiki, mein Gott, ey, akzeptieren bitte. So, Pergemälde, wo bist denn du? I'm looking for you. Das dauert ein kleines. Da ist es. Okay, das. Die Frau trägt einen Sternohrring. Okay, da gucken wir mal. Erstmal anschauen. Okay, das sind die Fälschchen, ne? Ja. Okay. Nach Sonnenuntergang sind ihre Augen geschlossen. Wie gruselig ist das denn? Na, egal. So, was haben wir hier? Detailgemälde. Wie sieht das aus? So ungefähr, ne? Ne, das ist nicht. Hä? Ist das Bild nicht hier, oder was? Was ist denn das? Boah, diese Bilder mal zu suchen, ne? Aber anders geht's nicht, hier ist es. Ein Schriftzug fehlt und die Trauben sind lila. Ein Schriftzug fehlt. Ja, ich möchte es erstmal anschauen, bitte. Ein Schriftzug fehlt. Wo ist denn der Schriftzug? Ah, links. Links ist der Schriftzug. Ja, okay, schade. Das ist aber echt schönes. Das ist echt ein schönes Bild tatsächlich. Nee. Dankeschön. Ich hätte lieber die Oma hier. Ein Gemüsegemälde, genau. Die Oma Stirn. Wo hatten wir sie denn hier? Da ist sie. Die Blume rechts unten fehlt. Ah ja. Ah, das ist das Original. Okay, dann nehmen wir das mit. Beziehungsweise kaufen das. Aber gern. Ja, komm, gib mir das jetzt hier. Oh nein, ich habe nicht genug Geld mit. Ach, Leute. Das ist ein Fail. Mann, wieso habe ich denn kein Geld mit? Ich weiß es nicht.
Dann muss ich hier gleich hier wieder hinlaufen, ey. Naja. Nee. Und wieso zieht nicht Pamela endlich aus? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte mit ihr. Sie will nicht raus hier. Ich weiß, Nimmerland wird wunderschön irgendwann mal, ja? Aber trotzdem, sie kann jetzt mal langsam ausziehen. Mann. Das war's nicht. Egal, wir können mal reingucken. Oh, der Mondteppich. Der ist aber hübsch. Das ist echt hübsch. Beziehungsweise, der sieht aus wie ein dreckiger Boden. Mehr auch nicht. Bitte wählen Sie. Bankautomat, bitte. Auszahlung. 1 Million, bitte. 100.000 meine ich natürlich. Da. Melinda schläft noch. Die hat vorhin irgendwas erwähnt von ihrem Bruder. Oh, eine Fundsache, die geben wir natürlich gleich auch nach. Aber erstmal kaufen wir jetzt erstmal die tolle Sache. Ne, da kann ich nicht durchgehen, ne? Ne. Oh. Gott, hier kann ich ja nirgends mehr durchgehen. Okay. Dann gehen wir außen rum. Ja, Melinda hat mir vorhin erzählt, sie hätte einen Bruder. Da kommt man gar nicht her. Dass sie vergessen hat, ihren Bruder aufzuwecken. Da habe ich mir erstmal gefragt, wie meint sie denn mit Bruder? Meint sie vielleicht Moritz mit Bruder? Aber ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe Melinas Bruder, glaube ich, noch nie gesehen. Das wäre ja was. Hey Siri, hat Melinda einen Bruder? Dazu muss erst dein Gerät iPhone entsperrt werden. Aber jetzt. Weißt du, Melinda? Nee, abbrechen. Okay, ich google jetzt gleich, Leute. Sobald werden wir das hier kaufen. Google ich mal eben. Hier. Hat Melinda einen Bruder? Mit links zu schreiben ist schwer. Sie kam zum ersten Mal in Animal Crossing New Leaf vor. Melinda hat stets eine Assistentenrolle. Bla bla bla. Moritz ist ihr Zwillingsbruder. Ach, guck mal, ich hatte recht. Dass Moritz ihr Zwilling, also ihr Bruder zumindest ist. Ja, cool. Guck mal. Habe ich mich nicht ganz so überlamiert, finde ich. Ja. Boah, das macht mich ein bisschen stolz. Habe ich richtig geraten, wer Melindas Bruder ist. Oh, Moritz war der. Oh Gott. In welchem Teil war der denn nochmal da? Ich glaube. Der war in New Leaf da, der die ganzen Häusergrundstücke da begutachtet hat. Also nicht begutachtet, der war da einfach die ganze Zeit. Wo man von Freunden das Haus speichern konnte oder so ähnliches. Da war er, glaube ich. Stimmt, wir hatten noch eine Fundsache. Aber erst hole ich mir jetzt die Flaschenpost. Flaschenpost. Ein Eisenholzküchenschrank. Okay, den haben wir aber schon. Holzstuhl, Topf. Okay. Dann suchen wir jetzt mal hier die Person. Die Person. Angsthasenfisch wollte sich wohl ein. Hallo, ich hab was für dich. Okay, dann nicht. So, hier ist niemand zu Hause. Ist hier unten niemand zu Hause? Nee, ne? Nee, auch nicht. Okay. Oben? Oder oben ist aber jemand zu Hause. Ich finde schön, dass du hier angelst. In dem kleinen Teich. Hallo? Thomas? Hallo? Oh, willkommen in meinem Knasperhäuschen.
Ich nenne es so, weil ich Chips mag. Was denn? Danke, aber das habe ich noch nie gesehen, oder doch? Dann aber höchstens bei Kabuki. Okay, danke schön, Thomas. Und wie geht's dir? Hey, wie geht's denn so? Wenn ich schöne Musik auf meinem Nostalgie-Schädelradio höre, schlafe ich auf der Stelle ein. Schöne Musik wäre sowas wie Alter Kuchen oder KK Technopop. Ich höre die Musik, futter was Feines und schon bin ich weg. Deswegen kenne ich von den meisten KK-Stück nur die ersten Takte. Ja. Thomas, wo schläfst du eigentlich? Weißt du, ich wollte, dass das hier der perfekte Ort zum Entspannen wird, also nur zu, entspann dich. Lel. Ich habe das hier so angeklickt, ne, und dann redet er auf mich. Mit mir. Hab ich ja noch nie hier erlebt. Aber wo schläfst du, Thomas? Schläfst du in so einem Grab? Das wäre ja... süß. Ja, süß. Okay, dann suchen wir mal schnell Kabukischen. Viel Spaß, Leonardo. Ballando, ballando. Wieso habe ich jetzt einen Ohrwurm? Nee, ich will das Lied nicht singen. Was ist denn? Hier ist Kabuki, glaube ich, ne? Ne, Hennis. Oh. Misusu? Ich? Warte, liegt Kabuki hier unten? Edde? Henrike? Wir haben es bald, Leute, wir haben es bald. Da lebt keiner. Bin ich jetzt irgendwie ein bisschen... warte, wir haben hier noch ein Haus. Stimmt. Hallo, Henrike. Ist er überhaupt immer zu Hause? Ja, ist er. Kabuki. Nee, Thomas. Dann wollte Kabuki wohl links, ne? Karte. Kabuki. Ach, da unten am Strand. Stimmt. Stimmt, ja. Ja, dann laufen wir da mal hin. Oh, hier will ich noch gerne überspringen können. Das wäre vielleicht noch ganz praktisch. Mal gucken. Vielleicht mache ich das noch. Ah, Kabuki ist gar nicht zu Hause. Okay, dann müssen wir ihn jetzt wirklich suchen, Leute. Wir gehen erstmal im Shopping-Ding rein. Zu Schlepp und Neppi. Gleich haben die ihn da gesehen. Ne, Kabuki ist nicht hier. Vielleicht haben sie Kabuki da in die Kühltruhe eingesperrt. Wer weiß, wer weiß. So, wo bist du denn jetzt hier? Kabuki. Am Strand bist du nicht, das hätte ich gesehen, oder? Oh, ich hatte was geträumt, Leute. Ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern war. Ich habe geträumt, dass auf einmal alle Pflanzen hier nachgewachsen sind. dass sie jetzt alle Blüten haben. Habe ich geträumt, aber naja. Aber bestimmt weiß ich nicht. Frag mich gerade, wieso habe ich die Pflanzen da überhaupt da alle hinplatziert und die Blüten dann abgemacht? Achso, dass sie sich auf jeden Fall nicht vermehren, glaube ich. Das war der Hauptgedanke. Kabuki, wo bist denn du? Ich weiß nicht, wo du bist, Kleiner. Wir wissen nicht. Hier oben bestimmt auch nicht, oder? Nee. Wo ist der kleine Rabauke? Wo ist er hier hinten? Nee? Ja, auch nicht. Hallo, Eilmeldung. Kabuki wird vermisst.
Kabuki. Hauptsache, ich könnte eigentlich auch die Treppe da nutzen. Was denn, hast du Kabuki gesehen? Nee, hab ich nicht. Okay. Ist hier unten? Ja. Hier unten ist er auch nicht. Hä? Oh nein, sag mir nicht, der ist im Museum irgendwo. Ja, gut. Leute. Ich würde dann sagen, das war's für heute. Denn ich muss in 5 Minuten los und ja. Ne? Deswegen sage ich jetzt mal Tschüss. Wir sehen uns dann die Tage wieder. Bis dann, euer Kamitora dran und ciao.